was wir hier dran haben. Und nicht gesehen. Ey, du hast doch einen Schaden. Alter. Du hast doch einen Schaden. Boah, Leute, jetzt habe ich erstmal eine Aufgabe. Also die muss ich jetzt erstmal toppen. Genial. Macht Güsterschleim drauf. Genial, sag ich euch. Herzlich willkommen zu der neuen Folge, Freunde. Moin Carsten. Moin Chris, moin Leute. So, heute geht's endlich mal wieder Fiedern. Und zwar haben sich viele von euch gewünscht, dass wir mal mit Rosinen angeln. Ja, die gab's leider nicht im Supermarkt. Dafür haben wir Sultaninen gekauft. Ist ja im Prinzip genau das Gleiche. Ist ne? Genau, fast das Gleiche. Richtig. Fieder. Richtig, so zeigen wir euch gleich noch mal ein bisschen im Nahen. Ja, auf alle Fälle ein interessanter, spannender Köder, das muss man echt mal sagen. Wir haben ja schon mit Weintrauben geangelt auf Döbel, hat ja auch gut funktioniert. Genau, ne? Hat gut funktioniert. Und heute nehmen wir halt mal die getrocknete Variante. Richtig, so, den Gewinner blenden wir jetzt hier erstmal ein. Erstmal herzlichen Glückwunsch, du kriegst ein tolles Paket von Oliver Schleinstreck bzw. von Schleinstrecks Futterwelt. Ja, viel Spaß damit, hau was raus. So, und ich würde sagen, wir legen jetzt auch los. Ja, endlich. Ich habe Futter im Korb drin, ich bin fertig. Na dann, mach die Sultanine ran. Ja, mach ich. Ja, da haben wir sie. Die Sultaninen. Ist wie gesagt so eine Art, eine Rosinenart. Ja, die machen wir jetzt auf. Da sind ein paar drin. Ich glaube, da können wir den ganzen Tag, vielleicht die ganze Woche sogar fischen. Ja, die sollten eine Weile reichen. Ja. Große, kleine, nochmal kicken, was hier gleich rauskommt aus der Tüte. Komm, aufmachen. Das sieht gut aus. Ja, die lassen sich auf alle Fälle sehr gut ranmachen. Ja, auf alle Fälle der erste Eindruck macht erstmal okay, macht keinen schlechten Eindruck, kann man dazu sagen. Ne? Hält gut am Haken, bis jetzt. Mal gucken, wie gleich Uffi weicht aussehen wird. Ja, und jetzt muss bloß noch den Fischen schmecken. Ich habe gesehen, du hast noch eine zweite Rute drin. Was machst du mit der eigentlich? Na, die zweite Rute ist ein Message wieder drin. Und da habe ich hier so ein Vanillepellet dran. Einfach mal so zum Probieren nebenbei. Liegt ein Stück außerhalb von unserem Futterplatz. So als Single-Köder quasi. Mal gucken, ob es da vielleicht einen Einzelfisch gibt, der so ein bisschen Bock hat auf Vanille. Tja, so eine Experimente mache ich nicht. Ich bleibe bei meinen Sultaninen heute hier. So, jetzt gehe ich zu meinem Angelplatz. Dann werden wir erst mal gucken, was hier so läuft. Aber ich denke mal, es kann gut was gehen hier. So, auf alle Fälle macht schon mal einen sehr guten Eindruck jetzt hier, wo wir hier sind. Es springt und überall sind Fische aktiv. Also, warum sollen sie nicht beißen? Mal gucken. Und? Wenn man mal nicht an der Route steht. Falbis, der kam auf uns gerade zu hier. Falbis hört sich immer gut an. Ja, Falbis hört sich irgendwie nicht schlecht an. So nach 3 Minuten im Wasser sieht die Sultanine schon ein bisschen größer aus. Mal kicken. Wird schon. Ja, jetzt nehme ich mal erstmal eine Handvoll mit hier. So, ein paar Stück hier. Mit der große und kleine drin. Ah, jetzt werde ich auch mal die erste ran machen. Sieht kalt aus bei dir. Mir ist noch ganz schön kalt, muss ich echt sagen. Also wir haben es ja jetzt aktuell so um die 8, 9 Grad. Jetzt bloß ein Pullover an. Also man merkt noch wirklich, dass es kalt ist. Aber egal. So, jetzt mache ich erstmal die Sultanine ran hier. Hält richtig gut, muss man echt mal sagen. Jawohl. So, Futter habe ich schon drin in meinem Futterkorb. Da seht ihr es. Alles wunderbar schon angemixt jetzt hier. Das ist der Brassentraum von Schleinschreck. Naja. Da bin ich aber gespannt, wie viele Brassen heute hier auszauberst. Soll ich es dir ganz genau sagen? Ja. Ich tippe nicht ein. So, gar nicht weit rausgehauen jetzt hier. Mal gucken. Aber die Hoffnung habe ich natürlich, dass ein schöner Brassen beißt. Guck mal, beiß gleich. Tatsache. Party. Ein schöner Biss. Na gut, aber die Fische sind am Platz. Mal gucken. So, ich glaube, mit der
Sultanine bzw. mit der Rosine. Werde ich den ganzen Tag angeln. Die geht nicht ab. Haha, so, da haben wir den ersten Fisch. Nichts Großes, aber auf Sultanine gebissen und man sieht es sogar noch wunderbar. Schau mal. Da hängt sie. Also, Güstern mögen zum Beispiel schon mal Rosinen bzw. Sultaninen. So, haben wir sie nochmal. Perfekt. Was hältst du davon, wenn wir beide ein kleines Battle machen? Wer fängt den größten Fisch auf Sultanine? Ja, dann ein paar Gruppen was der. Okay, gut. Ich mir ein. Sehr gut. Ich habe kein Problem, hier so einen Meterfisch zu fangen. Ja, wollen wir mal gucken, was die Kleine hat. 17. Jupp, glatter 17er. 17 cm. So, den musst du erstmal toppen. Bin mir da gar nicht so sicher, ehrlich gesagt. Einen Fisch fangen. Jetzt Carsten und Drill. Ja, wenn ich den rauskriege, glaub mir, dann sind deine 17 cm Geschichte. Bin ja gespannt. Ich auch. Ich weiß noch nicht, was wir hier dran haben. Noch nicht gesehen. Eine Schleie. Nein. Oh doch. Nein. Oh doch. Ey, du hast doch einen Schaden. Alter. Du hast doch einen Schaden. Ich habe einfach mal hier so eine Sultaninschleie rausgeholt. Wie geil ist das denn? Mega, Carsten. Wie geil. So, hören wir mal rein. Oh, wie ein schönes Tier. Sauber. Sauber. Also ich habe mit allem gerechnet, aber damit du wirklich nicht. Krass. Einfach krass. So, da haben wir die Sultanine noch. Und da ist einfach mal ein Schlei. Leute. Geil. Also, da freue ich mich wirklich richtig doll. Geil. Schöne Schleie. So, ab auf die Scale. Aber wie soll ich die denn noch schlagen, Leute, ey? Obwohl, na doch, es würde mit dem Brassen noch gehen. So, was haben wir denn hier? 46 ein bisschen. 46? Wo bist du denn? 36. Okay. Sauer. Geil. Nicht schlecht. Nicht schlecht, wirklich. Ein wunderschöner Fisch. Petri. Danke, danke. Wahnsinn. Da kommt sogar der Oserschwan, Mensch. Da zum Gratulieren. Gucken, was hier los ist. Jubelt. Wahnsinn, ey. Wirklich geil. Also damit hätten wir jetzt auch nicht gerechnet, ganz ehrlich. Dass hier eine Schleie kommt, also wie gesagt, die Güstern, gar keine Frage, die sind allgegenwärtig. Aber dass hier mal so eine Schleie mal Bock hat, das freut mich richtig dolle. Denn und noch so ein schönes Tierchen, ne? Ja, es ist wirklich selten bei uns, das muss man echt mal sagen. Boah, Leute, jetzt habe ich erstmal eine Aufgabe. Also die muss ich jetzt erstmal toppen. 36 cm, dazu noch eine Schleie. Boah, echt stark. So, Carsten hat schon wieder Fisch. Gibt's denn sowas? Ich habe gerade reingeworfen. Manometer. So, das sieht aber nach einem Brassen aus, wa? Und weg. Und weg. Ah, schade. Ja, war aber auch nicht so groß. Ja. Also ja, nicht ja, so schlimm, hat die 36 definitiv nicht gehabt. Aber war gleich der nächste Wurf. Es war wirklich instant drin und sofort ging es wieder los. Ja, ja, Sultanin sollte man öfter mitnehmen. Ach, unglaublich. Jetzt hast du mal einen Fisch dran. Ne? Ja, aber der liegt noch hier vorne. Was? Natürlich. Ist nicht ins Wasser gefallen? Nein, ist er nicht. Wahrscheinlich rutscht er gleich durch die Finger ins Wasser. Ja, Mann. Was hast du noch rausgeholt? So, ein Rotauge. Oh, schön. Na gut, aber ich glaube nicht, dass das mehr 17 cm sind. Na gut. Ja, schade eigentlich. Wirklich warm. Aber egal, was soll's. Wir sind seit 2,5 Stunden jetzt hier am Peitschen und es beißt einfach so gut wie nichts mehr. Also gerade eben die Plötze, die ihr gesehen habt, das war so der dritte Fisch, den wir heute gefangen haben in 2,5 Stunden. Das ist echt nicht so einfach. Die Beißzeit ist vorbei, vielleicht hätten wir noch früher anfangen sollen als heute. Um 6 Uhr waren wir ja hier. Chris, was hast du denn dazu? Mir ist immer noch kalt. Ja, stimmt. Du bist ganz schön schockgefrostet hier. Du hast sie da hinten schon in die Sonne reingestellt gehabt, um ein bisschen aufzutauen, aber anscheinend hat es nicht geholfen. Nee, nicht wirklich. Der Wind ist, ja, wollte gerade sagen, der Wind ist richtig kalt. Wir dachten nach der Schleie und so, das geht richtig los. Ich habe auch 2 schöne Fische verloren. Könnte nur wieder Schleien gewesen sein. Aber
Ja, hier fangen ist, also nicht hier fangen ist halt nicht hier fangen, ne? Was haben wir denn da, Mensch? Ich hab's noch nie gesehen. Auf Pellet jetzt, ne? Uff, das ist auf gelbem Pop-Up. Oh, Pop-Up, okay. Könnte ein Blei sein. Es ist auch ein Blei. Dann klicken wir mal hier an. Gibt doch noch welche hier. Und zack. Siehst du wohl. Sauber. Da haben wir doch nochmal ein Blei hier rausgepflückt. Naja, Mensch. Leute, da ist er. Also, Sultaninen lassen uns jetzt komplett im Stich. Aber Poppy. Genau, der gelbe Poppy, dachte ich mir so, hier wird mit Mais gefüttert, das wird schon irgendwie funktionieren. Hat's auch. Aber hat gedauert. Hätte jeder auf Sultanine gefangen, ja? Und nicht auf Poppy. Dann hätten wir auf alle Fälle mit so, naja, irgendwie so 42 ein bisschen den größten Fisch für heute. Tja, hätte, wenn und aber. Ja, aber der hier kam nicht auf Sultanine, weil dabei ist nichts mehr drauf. Na warte mal, ich krieg noch was. Ja, ich hoffe für dich, dass du mal nicht rankommst hier an meine Zentimeter. Die leckeren Osa-Stollen. Ja. Wenn du sie mal auspacken würdest, ja. Die gönnen wir uns jetzt mal richtig. Na los. Währenddessen ich die Stollen auspacke. Ich glaub das kaum. Ist der kleinste Fisch des Tages rausgekommen. Das ist wohl wahr. Gucken wir an. Da hast du richtig Mühe gegeben, die kleine Hiester hier raus. Aber oh, immerhin, du, wir wirklich, wir kämpfen wie die Ochsen hier. Und wir fangen einfach nichts. Ja, das stimmt. Also die Bisse, die wir haben, die können wir alle nicht verwerten. Nee. Hängen nur kurz. Na, die Beißzeit ist vorbei von heute früh. Naja, wachsen wir noch, meine Kleine. So, jetzt greift er in den Matsu hier. Mit schönen Güsternschleim, ja, dran. Selbstverständlich. Ich nehme mir so eine hier. Aha, Käse, ja? Mmh. Dann beiß mal die Nüsse hier drin. Mmh. Mmh. Oh, sieht gut aus. Mmh. Genial. Macht Güsternschleim drauf. Genial, sag ich euch. Gut, dann gönne ich mir die hier. Schöne Salami. Mit Sultanin. Mit Sultanin-Geschmack. Klasse. So, ich hab noch Stulle im Mund, Mensch. Ego. Aber wie laufen wir denn Poppy hier? Ein schöner Blei. Der sieht aber auch wild aus. Mmh. Ein schöner Blei hat mir gefallen. Leute, guckt euch den mal an. Den müssen wir euch mal präsentieren. Ja, so sehen sie aus hier, die Bleie. Nach Leichen manchmal. Ganz schön schleimig, wulstig. So, so frisch sieht der aber nicht mehr aus. Nee, hat aber gebissen. Ja, also scheint ihm ja gar nicht so schlecht zu gehen, wenn er frisst. Ist wohl wahr. Ja, wir hoffen bloß, dass es vom Leichen kommt. Also quasi durch die Erschöpfung verpilzen die ja manchmal so ein bisschen, aber das wird er schon wieder schaffen. Willst du mal das Gel packen oder? Der ist bestimmt größer, aber lassen wir schnell wieder schwimmen. So, jetzt haben wir einen Fisch auf Sultanine. Der schmeckt mal wieder zählt, ja. Scheint auch gar nicht schlecht zu sein, ne? Nee, der macht der Blei, habe ich schon gerade gesehen, gar nicht so verkehrt. Jawoll! Ja, man frisst über jeden Fisch. Es ist zäh heute. Sehr, sehr zäh. Aber egal, Sultanine funktioniert weiterhin. Die Scale noch mal kurz befeuchtet. Ist ja schon ein bisschen länger her, wo wir jetzt einen Fisch drauf hatten. Es ist angerichtet. Gut, dann werden wir den Kollegen hier mal schnell rupflegen. Also ich sage, das mehr als 36. Ja. Ja, eine 39. Sogar eine 40. Naja, ja, doch, naja, ist eine 40. Mit Augen zu ist es vielleicht eine 40. Okay. So, damit hast du jetzt deine Zentimeter ein bisschen nach vorne geschraubt. Genau, jetzt musst du erstmal mal einen 40er Blei nachlegen. Ich bin übrigens noch bei 17. Das stimmt. Deine Sultaninen fangen viel schlechter als meine.
Ja, wo ist er am Dreh? Ich hätte es nicht mehr gedacht, wa? Aber du, ich kann jetzt schon was verraten. Leuten. Das wird nichts. Der ist zu klein. Aber ich schraube meine Zentimeter erstmal in die Höhe. Ja, stimmt, du klein jemand oben, das darfst du recht. Aber hier geht es um einen Fisch, nicht um fünf nacheinander. So, da haben wir den kleinen. Aber schön, dass du wieder in der Sonne hier sitzt. Du, ist ganz wichtig. Ja, sonst fallen dir die Hände ab, so kalt wie hier war. Da wird die so kalt. Jetzt geht es langsam wieder. So, kurze Präsentation. Das wollen wir aber noch mal schnell messen. Meine 17 cm, die müssen ja erstmal noch getoppt werden. So, den schleimigen mal schnell ruf hier. Der hat immerhin 30 cm. Ist ja verdoppelt, also fast. Mit einem Fisch? Ja. Jetzt fehlen bloß noch 10 cm zu dir. Ja, das hast du eigentlich. Kurz muss man gesagt haben. So, was haben wir denn hier? Alle für den nächsten Fisch. Du siehst doch, was wir haben, oder? Ey, ist doch nicht dein Ernst. Oh, das ist mein völliger Ernst. Wie geil ist das denn? Zack. Boah. Sauber. Die nächste Schleie, die hier auf Sultanin steht. Gibt's doch nicht, Leute. Mega, mega geil. Das muss man echt mal sagen. Ey, cool. Also, hat ja wirklich beißtechnisch war ganz schön wenig, oder? Ja. Muss ich mal so sagen. Aber dann, wenn ein Fisch hängt, wieder eine Schleie zum Vorschein kommt. Das ist cool. Crazy. Ein richtiges Goldstück. Schöne Tinker. Ja, so wirklich geil, dass es heute geklappt hat. Mit der zweiten Schleie sogar schon. Die hat jetzt 35 cm. Also die war schon natürlich deutlich kleiner als der Blei von 40, den wir da gerade eben gefangen und gemessen haben. Ja, Chris, was sagst du dazu? Also ich bin schwer begeistert, wirklich. Sehr schwer begeistert. Ich hätte heute mit allem gerechnet, gerade mit Güstern, Brassen und alles drum und dran. Ne? Aber dass du hier zwei Schleier rauskitzelst, ist schon echt geil. Ja, wirklich. Das ist auf alle Fälle ein starkes Stück, muss ich sagen. Geil. Obwohl es sehr zäh läuft, ne? Ja, das stimmt. Wenn die Bisse sind wirklich nur so ein bisschen zuppen, ein bisschen mal eine Schnur schwimmen, ist wirklich der Hauptteil ja unseres Tages. Naja, nichtsdestotrotz, wenn die Schleien da sind, vielleicht kriegen wir noch eine. Vielleicht kriegen wir eine größere. Vielleicht kriegen wir den 40er Blei mit einer 40er Schleier ersetzt. Man weiß es ja nicht, wirklich. Ja. Ja? So, doch, komm, gib doch mal ein bisschen Mühe. Ich habe jetzt eine frische Sultanine drin, natürlich mit Futter hier bestückt. Ich war auch eine Schleier, los jetzt. Ach, so mag ich das Wetter jetzt. Super schön warm jetzt. Gar kein Vergleich zu heute früh. Richtig tolle Temperaturen. Jetzt könnte ich sogar einen Pullover ausziehen, mache ich aber nicht. Ich muss mir erstmal wieder ein bisschen aufwärmen. Also wir haben jetzt ungefähr noch eine Stunde Zeit, länger leider nicht mehr. Carsten führt jetzt mit 40 cm. Ich habe jetzt 30 cm zu Buche stehen. Dazu hat er noch zwei schöne Schleie gefangen. Also fängt man ja auch, wie gesagt, nicht alle Tage. Richtig, richtig nice. Also die letzten Zuckungen jetzt hier. Drückt uns nochmal die Daumen, dass noch was geht. Carsten, meine Uhr sagt, eine Stunde noch. Naja, eine Stunde. Da haben wir schon ein paar Fische gefangen. Jetzt hast du ja auch noch mal eine Stunde Zeit, die 10 cm irgendwo zu finden hier. Ja. Du hast aber definitiv einen Bonus. Wenn ich jetzt einen 40er Fisch fange, egal was für einen, obwohl eine Schleie, gut, eine Schleie dann nicht, aber. Eine Schleie dann nicht, richtig. Ne, aber einen Brassen zum Beispiel, dann bist du trotzdem vorne. Also zwei Schleie muss man erstmal fangen. Ja, zwei Schleie müssen ja auch erstmal aus dem Wasser kommen. Das stimmt allerdings. Und nicht mit so einem Köder, der ich noch nie an Haken gemacht habe, ne? Oh, das Heck steht im Boom hier drin. Oh, nein. Gut, jetzt nicht mehr. Ah, Mensch. Siehst du? Ah, Mensch, na gut. Bist nicht immer nur du, die im Baum hängen. Ich gucke ab und zu mal. So, viele von euch haben sich ja die Montagen, die wir fischen, mal gewünscht, dass wir die erklären. Dann machen wir das ganz einfach. So, meine Fiedermontage ist wirklich extrem simpel. Wenig Teile braucht man dazu. Und zwar besteht die aus einer langen Schlaufe, nicht ungefähr so lang, wie ich euch das gerade zeige. Kann man ein bisschen variieren. Kürzer würde ich sie nicht machen, eher noch ein Stück länger. Das sind hier so, sag mal, so 40, 50 cm. Da macht ihr eine große Schlaufe rein. Natürlich den Futterkopf vorher durchfädeln, nicht vergessen. Und somit kann der hier frei gleiten, bis halt quasi der Knoten kommt. Und am anderen Ende
mache ich mehrere Knoten und verjünge quasi die Knoten, die halt immer weniger Abstand bis zum Ende haben, wo ich dann mein Vorfach einhänge. Das hat den folgenden Grund: dadurch, dass ich die Schnur hier dann doppelt habe, ist sie deutlich steifer und der Futterkorb, der natürlich dann so hängt, vertüdelt sich fast nicht mehr, also quasi nie, mit eurem Vorfach. Und somit habt ihr immer eine schön fängige Montage. Zum Vorfach, hier ist ein 10er Haken, lose, eine 21er Schnur, schöne Mono, die habe ich hier quasi per knotenlosen Knoten rangebaut und hier eine Schlaufe in Schlaufe Verbindung. So habe ich eine schön feine, unauffällige Montage, die ihren Zweck wunderbar erfüllt. Die einen oder anderen werden sich bestimmt wundern, warum meine Fiederrouten auf Bissanzeiger stehen. Das hat den ganz einfachen Grund, dass wenn ich filmen gehe, das hat einen Fisch, wir quatschen oder sowas, mache ich natürlich die Bissanzeiger an, Freilauf drin und somit können die Ruten im Wasser bleiben und der Fisch kann, wenn er wirklich den Köder genommen hat, losziehen. Und somit sind die Ruten auch immer am Start, auch wenn ich gerade nicht daneben sitze. Ach, ist das schön warm jetzt. So hätte ich es mir heute früher auch gewünscht. Herrlich. Sag mal, Carsten, das fällt mir jetzt erst auf. Willst du verreisen? Guck mal, was hier steht. Alter Scheiter. Was ist hier los? Na, ich weiß, ich habe eine ganze Menge hier ausgepackt. Nur, pass auf, in der Kiste hier, ja? Welche? Die hier. Ja. Ja, da ist Friedfischzeug drin. Okay. Posen, ich räume die jetzt nicht oben, ja. Posen, Grundzeug, ja. Ist der Geier für den Kram. So, dann haben wir hier ein bisschen Hauptfischzeug. Ja, habt ihr bestimmt noch gar nicht gesehen. Da neben mir steht auch noch eine Hechtrute, wo ich ab und zu mal geworfen habe, aber nicht gefangen habe. Und dann haben wir noch eine Kiste, da ist ein Futter und Köder drin. Und die bleibt natürlich auch immer so gepackt. Also muss ich bloß schnell 3 Taschen schnappen und fertig. Okay. Und in meinem Rucksack habe ich ja Papiere, Trinken und so ein bisschen Kleinkram drin. Gut. Deswegen sieht es hier so wüst aus, so ob ich eigentlich nicht so viel bräuchte. Aber es ist schnell hier hingeschlecht. Ja. Also ich kenne manche Norwegen-Angler, die nehmen genau so viel hier mit übrigens, ja? Na, dann haben sie aber zu wenig bei. Also wenn ich nach Norwegen fahre, sieht es immer ganz anders aus. So, Freunde des Angelsports, Brille ab, denn wir kommen jetzt zum Schlusspunkt. Wenn ich meine Brille absetze, sehe ich aber nicht mehr. Naja, dann lässt sie drauf. Obwohl doch ein paar Flecken sind drauf. Gut, du siehst ja so, glaube ich, nicht mehr. Ja, stimmt, ist ganz schön voll geschmattert. So, was kann man zu diesem wunderschönen Tag sagen? Es war auf alle Fälle sehr lehrreich. Also Sultanine, Rosinen quasi laufen ganz gut, muss man echt sagen. Aber trotzdem sehr zäh auch irgendwie. Also ja, muss auch nicht am Köder gelegen haben. Ist wohl richtig. So, du hast den Tag vollkommen rausgerissen. Herzlichen Glückwunsch ja. Zu den beiden Schleien. Die Schleien, 2 Stück, die waren schon ziemlich nice, denn ein paar Bleie habe ich natürlich gefangen, natürlich auch mit der anderen Route, ja. Aber das spielt keine Rolle. Sie waren da, aber halt nicht so aktiv, wie wir uns vorgestellt haben. Und was noch dazu kommt, du hast das interne Battle auch noch gewonnen. Genau, ich habe 10 cm mehr. Richtig. Sieht man gar nicht, oder? Hier so. Tja Leute, also Sultanine funktioniert, kann man machen. Vielen Dank, dass du mich hier mal so wieder rettest, so zwischendurch hier. Ja, gerne. Also Sultanine kann man mal machen, ist auf alle Fälle ein guter Alternativköder. Die beißen wirklich ganz gut drauf, Brassen, Güstern, Rotaugen als auch Schleier. Ich denke mal ein Karpfen wird auch drauf beißen, warum nicht. Probiert es einfach mal aus und dann würde ich sagen, machen wir jetzt wieder einen Fisch, ne? Genau, ab nach Hause. Alles klar. Leute, es war uns eine Ehre. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüssi.